Basiskursoptionsstrategien. Das ist ein Einstieg in die Welt des Optionshandels. Der Basiskurs Optionsstrategien erklärt dir in kurzen, anschaulichen Videos, wie du den Einstieg in einen profitablen Börsenhandel schaffen kannst. Komm in mein Team und werde auch du ein erfolgreicher Optionsstratege. Ich freue mich auf dich. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit der Frage: Lohnen sich die 39 Dollar für die Option Alpha Watchlist? Ihr alle kennt ja das Problem, dass wir im letzten Jahr, gab es ja die Möglichkeit, dass wir die implizite Volatilität oder besser gesagt sogar den IVR, den Implied Volatility Rank, das haben wir ja über die Plattform von Dow genutzt. Jetzt ist es so, dass Dow sich ein bisschen umbaut momentan. Die haben ihren eigenen Broker ans Netz gebracht, Tastyworks. Und das hat aber zur Folge, dass die momentan auf Dow keine neuen Kunden mehr annehmen. Ne? Das war zwar kostenfrei, wer einen Zugang hat, wie viele von euch, das weiß ich, der kann es noch nutzen, aber es gibt auch viele, die können es nicht mehr nutzen. Und die haben vielleicht jetzt hier ein altes Video gesehen, sagt, Mensch, wo kriege ich denn jetzt diese IVR her? Ich weiß, es gibt diesen Trick mit dem Android, über Android, dass man da die App noch lädt und so weiter, aber machen wir uns nichts vor, das geht auch nicht mehr lang und deswegen immer Quatsch, sowas zu machen, aus meiner Sicht heraus. Ne? So, was gibt es für Alternativen? Wir hätten die Alternative E-Volatility, muss man abonnieren, kostet 14,95 Dollar, dann kann man sich die IVRs ausrechnen. Wenn ihr allerdings jetzt hier mal 100 Aktien beobachten wollt, dann ist das schon eine ganz schöne Arbeit, die ihr euch da machen müsst. Und deswegen hat der eine oder andere gefragt, Mensch, lohnt es sich denn hier diese Option Watchlist von Option Alpha zu nutzen? Jetzt muss ich euch erstmal sagen, okay, was ist denn Option Alpha überhaupt? Option Alpha ist auch ein sehr großer, ob die groß sind, das weiß ich eigentlich gar nicht. Die sind auf jeden Fall ein sehr markant auftretender Anbieter von Ausbildungsprogrammen aus den USA, machen sehr viel über Online-Werbung und die sind wirklich sehr, sehr aktiv, auch was Marketing anbelangt. Ne? Ich sage euch da am Ende nochmal was dazu. Und jedenfalls diese Firma Option Alpha, die bieten eine Watchlist an und mit Hilfe dieser Watchlist, die kostet 39 Dollar und zwar einmalig, das ist also ein einmaliger Preis. Und mit dieser Watchlist hat man also Zugriff auf Aktien oder auf eine Aktienübersicht, wo die IVRs mit angezeigt werden. Und ist das jetzt gut oder schlecht? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ich habe mir Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach mal diesen Zugang geholt für 39 Dollar. Ich erkläre euch mal ein bisschen, was da drin ist. Und dann schauen wir uns das mal an. Und dann sage ich euch hinterher mein Fazit. Lohnt sich das oder lohnt sich das Ganze nicht? Ich bin also jetzt hier mal auf die Website von Option Alpha gegangen, also ganz einfach optionalpha.com und dann müsst ihr einfach hier oben in Toolbox gehen und dann findet ihr hier diese Watchlist. So, wenn ihr die anklickt, da kommt am Anfang erstmal hier so ein bisschen Werbung, weil ihr habt ja noch keinen Account. Ihr müsst euch dann also hier entsprechend, wenn ihr das machen wollt, ihr seht hier diese 39 Dollar, müsst ihr hier drauf gehen und dann werdet ihr da entsprechend eingeloggt. Ich logge mich mal jetzt, also ihr müsst es dann bestellen und dann bekommt ihr euer Login. Ich logge mich mal jetzt selbst hier ein. So, und jetzt bin ich also hier dabei. Hier oben ist dann nochmal so ein Erklärvideo. Wir scrollen aber gleich mal runter zu dieser Watchlist und ihr seht hier, wenn man also hier nach unten scrollt, dann hat man in alphabetischer Reihenfolge also wirklich extrem viele Aktien, ETFs und so weiter und so fort. Und Option Alpha sagt, man hat sie herausgesucht nach Liquidität. Das heißt also, wie liquide sind diese Optionen auf diese Underlyings? Und ihr seht da hier von den bekannten Namen, wie eben jetzt hier Apple oder Amazon, bis eben auch Dinge, die man jetzt vielleicht nicht permanent handelt, wie eine Comcast oder sowas wie Coach hier. Und jetzt habt ihr hier verschiedene Dinge, die ihr einstellen könnt. Wir fangen erstmal ganz kurz an, ein bisschen zu erklären, was ihr hier seht. Auf der einen Seite seht ihr bei manchen Symbolen hier oben sowas wie einen kleinen Lautsprecher und das sind die Anzeige, dass Earnings anstehen. Und zwar, wenn ihr da mit der Maus drauf geht, seht ihr dann, okay, hier kommen
Wann kommen die Earnings jetzt zum Beispiel bei Adobe hier? 16.03. Ihr habt danach das Symbol stehen, ihr habt den Preis stehen. Jetzt der Markt ist zu, deswegen gibt es auch noch keine Veränderung. Und hier habt ihr jetzt den EV-Rank stehen. Ne? Also hier EV-Rank 35, hier oben eben zum Beispiel bei American Airlines habt ihr stehen 11. Wenn ihr jetzt ein bisschen weiter scrollt, seht ihr hier diese kleinen Dreiecke, die nach unten zeigen. Und wenn ihr die jetzt anklickt, dann macht ihr euch eine kleine Box auf. Und zwar sagt er dann hier Best Option Strategies. Das heißt also, er empfiehlt quasi, oder diese Watchlist empfiehlt quasi, welche Strategien sollte man denn jetzt am besten machen. Also einen Debit Spread. Also ne, Debit Spread heißt, man soll einen Spread kaufen, einen Kalenderspread oder einen Diagonal, also einen Kalender mit zeitversetzten oder mit Strike-versetzten Punkten. Ich persönlich bin jetzt nicht der Fan von diesen Optionsstrategien, die hier vorgeschlagen werden. Das heißt, das würde ich nicht nutzen. Ne? Also ihr wisst, ich kaufe ja zum Beispiel ganz, ganz selten nur Optionen und deswegen würde ich das also zum Beispiel nicht nutzen, aber nur damit ihr wisst, was da also hier steht. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, wir haben jetzt hier eine Aktie mit einem IV von 35. Wir gehen mal hier auf die nächste American Eagle Outfitters. Die hat eine IVR von 67. Jetzt klicken wir uns das mal an und da zeigt uns eben hier ein Credit Spread. Ne? Also niedrige Vola, Debit, also kaufen, hohe Vola, verkaufen, einen Butterfly und einen Iron Condor. So, kann man machen. Wie gesagt, ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend. Was ist ganz interessant, ihr könnt, wenn ihr jetzt hier nach oben geht, habt ihr hier so ein kleines Eingabefeld, wo ihr verschiedene Dinge anklicken könnt. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ich möchte mir mal nur ETFs anschauen. Klickt ihr hier drauf, dann kommt hier Yes. Und dann seht ihr hier, was gibt es denn alles für ETFs, wo es liquide Optionen gibt. Eine ganze Menge. Ne? Könnt ihr euch hier entsprechend anschauen. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel noch sagen, ordne die mir mal nach Preis. Ne? Klickt ihr hier an und dann werden die nach Preis angeordnet. Also habt ihr dann hier ganz oben IBB, den iShares auf den Nasdaq Biotech Index. Und wenn ihr eben ganz nach unten geht, dann habt ihr hier einen ETF, der hier den UNG, United States Natural Gas Fund, für 6,53 Dollar. Okay, da seht ihr schon, alle die hier unten sind zwar schön, aber zum Beispiel bis auf den VXX werden wir da wahrscheinlich nichts handeln. Ne? Aber kann man machen. So, dann könnt ihr auch sagen, okay, nehmen wir mal die ETFs wieder raus, dann habt ihr wieder alle angezeigt. Ihr könnt euch anzeigen lassen, nur Aktien und ETFs mit einer hohen IV, also mit einer hohen impliziten Volatilität. Und da seht ihr, wenn ihr hier auf die IV-Ranks schaut, 58, 72, 90 und man kann es jetzt sogar hier noch ordnen lassen. Und da seht ihr, es geht bei 90 los, in dem Fall bei Best Buy, klar, weil die Earnings haben. Jetzt fahren wir nach unten und der letzte ist hier GNC Holdings mit 50. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, nehmt ihr wieder raus, habt ihr wieder alle drin. Ne? Also dann sind die alle wieder nach Volatilität geordnet. So, ihr könnt sagen, ich möchte nur Aktien haben, die Earnings haben. Dann klickt ihr das Feld Earnings Only an und dann habt ihr hier eben die alle, wo es demnächst Earnings gibt. Also eher so ein Ausschlussprinzip. Wo will ich denn das Ganze jetzt nicht machen? Und hier hinten, das sind jetzt noch so Einstellungen, da sagt, okay, ich will den Ticker haben von A bis Z oder eben von Z bis A. Ich will die prozentuale Veränderung haben. Spielt es in dem Fall hier keine Rolle, weil der Markt noch nicht auf ist. Ihr könnt hier die Volatilität einstellen, also nach welcher Reihenfolge soll sortiert werden. Hohe Vola, niedrige Vola und hier Preis von unten nach oben. Ne? Nehmen wir mal hier die Earnings raus. So, wenn wir sagen, zum Beispiel Low, da seht ihr hier, geht es los bei Aktien für 2,69 Dollar. Und klar, wenn man jetzt hier sagt, niedrige IVR, dann kaufen die natürlich auch mal Aktien. Wollen wir das machen? Entschuldigung, dann kaufen die keine Aktien, dann kaufen die Optionen. Wollen wir das machen? Nein, wollen wir nicht. Deswegen wäre für mich das, jetzt nicht so interessant. Man kann es nicht so gut scannen wie bei Dow, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt hier bestimmte Preisgrößen rein. Aber nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Ich sage aber auch gleich nochmal im Video was dazu. Ihr habt gesehen, es ist also schon für 39 Dollar gerade mal schon ein sehr, sehr schönes Tool, was einem sehr viel helfen kann. Es ist natürlich bei Weitem nicht so schön, wie man das vielleicht kennt aus Sink or Swim oder aus Dow, dass man scannen kann. Ne? Man muss einfach das nehmen, was man hat.
Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, okay, wird man denn mehr als 100 oder 150 Aktien ETFs sich überhaupt anschauen? Wahrscheinlich ja eher nicht, ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt mal irgendeine Aktie auf den Schirm bekommen, die ich unbedingt handeln will, naja, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel in der TWS einfach den Chart aufruft, sich da die implizite Volatilität anschaut und dann quasi im Kopf überschlägt, ist die IVR jetzt gerade hoch oder ist sie niedrig? Und über die Strategien haben wir gerade schon gesprochen, ne? Die machen viel Kalender und so. Ihr kennt da meine Meinung dazu. Ich bin da nicht mehr so der allergrößte Fan, das aber nicht falsch ist, ne? Grundsätzlich muss ich aber sagen, für 39 Dollar macht ihr da im Grunde genommen nicht viel falsch. Ne? Es ist eine kleine Investition. Könnt ihr euch ein Buch dafür kaufen oder ihr könnt eben das machen, könnt das ein bisschen euch anschauen. Ihr müsst natürlich jetzt eins auf jeden Fall allerdings, mit einem müsst ihr auf jeden Fall rechnen, wenn ihr euch da anmeldet, wenn ihr euch diesen Zugang bei Option Alpha holt, dann bekommt ihr ganz viel Post. Also wer immer denkt, dass wir viele E-Mails rausschicken würden, ne, der kennt nicht die Amerikaner. Also du kannst davon ausgehen, da kriegst du dann mindestens einmal am Tag eine E-Mail von denen, manchmal sogar zwei. Und ja gut, dann leitest du halt einen Spam oder melde dich aus diesem Newsletter dann wieder ab, wie auch immer. Aber grundsätzlich ist so ein Tool für 39 Dollar, glaube ich, keine allzu schlechte Wahl. Was wir festgestellt haben, wenn man die IVRs vergleicht, zum Beispiel mit Dow oder auch mit unserem eigen ausgerechneten bei E-Volatility, da gibt es Unterschiede. Die sind jetzt nicht gravierend, also es ist nicht so, dass das Option Alpha jetzt sagt, ich habe 75 und Dow hat 20 und E-Volatility hat 50, sondern das schwankt zum 2-3 Punkte Bereich, aber das kann kommen. Option Alpha begründet ist, dass man sagt, Dow und Thinkorswim, die nehmen sehr viele Strikes, die nehmen von ihrem Anbieter ein bisschen weniger. E-Volatility macht ja eher so eine Indexbewertung der Optionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit. Aber ich denke, für einen Praktiker ist das eigentlich relativ uninteressant, ob ich sage, hat das jetzt eine IVR von 65 oder von 68? Fakt ist, sie ist hoch. Und ob die jetzt bei 5 oder bei 7 liegt, Fakt ist, die ist niedrig. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt und was man damit machen kann. Deswegen, wer gut Englisch kann, wer sich mit dieser Software, es ist ja eigentlich nur eine ganz simple Webseite, wer sich damit auskennt wer denkt, dass er damit klarkommt, ihr habt es gesehen, es ist nicht kompliziert, der kann die 39 Dollar ruhig investieren. Und ich habe übrigens keinen Deal mit denen, ne? Also ihr könnt das machen, egal ob es macht oder nicht. Ich habe es jetzt eh schon gemacht, also ich habe meine 39 Dollar ausgegeben und guckt es euch an. Wie gesagt, Option Alpha, auch die gute Videos und so, mir ein bisschen oft mehr zu viel, ein bisschen zu marktschreierig, aber hey, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich kenne auch ganz viele Leute, die haben gesagt, dass sie von denen sehr viel gelernt haben, genauso wie wir von den Tasty Trade Jungs viel gelernt haben und nur darauf kommt es ja an. Also, das war meine Empfehlung zu Option Alpha, der Lifetime Watchlist 39 Dollar. In diesem Sinne, viel Erfolg euch an den Börsen. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.